Also mein Spruch lautet immer, niemand braucht einen Anwalt. Oft ist es ja so das Vorurteil, dann schaltest du einen Anwalt an, hast du hinterher noch mehr Ärger. Ne? Also das war zum Beispiel jahrelang meine Lieblingskrawatte. Man entwickelt, egal wie viele Krawatten man hat und egal auf welche man steht, aber man hat doch immer irgendwo am Ende so eine Lieblingskrawatte, die man dann jahrelang immer wieder trägt. Ich war zunächst in einer anderen Kanzlei als Juniorpartner und habe dann irgendwann für mich selber überlegt, dass was andere können, kann ich auch selber, und habe gedacht, mein Lebenstraum ist doch eigentlich, sich selbstständig zu machen und eine eigene Kanzlei zu gründen. Ob arm oder reich, wir versuchen die Menschen gut zu vertreten und was zurückzugeben und sie gut zu beraten. Und manchmal ist es einfach auch viel schöner, jemanden zu beraten, der arm ist, aber der dann am Ende sich viel mehr freut, was man erreicht hat für ihn. Und das kann einfach teilweise viel dankbarer sein. Ne? Ich bin zwar Anwalt mit Leib und Seele, aber ich bemühe mich wirklich immer um eine Einigung. Ich versuche, gute Lösungen vor allem auch außergerichtlich zu erzielen. Und wenn ich jetzt selber persönlich komplett streitsüchtig wäre, dann glaube ich, dass diese Einigung gar nicht möglich wäre. Also man muss als Anwalt auch mitdenken, und ein bisschen Psychologie gehört dazu, gehört einfach zum Geschäft. Und ich sehe mich manchmal wirklich als Arzt und Psychologe. Es gibt sehr viele schlecht gemachte Gesetze, komplizierte, schlecht gemachte Gesetze. Und davon leben ja wieder Anwälte. Also es wäre schön, wenn die Menschen sich nicht noch mehr streiten würden und vielleicht auch weniger streiten würden und sich vielleicht auch nicht um so viele Kleinigkeiten streiten würden und die Gesellschaft sich im positiven Sinne weiterentwickelt. Aber ich glaube, dass grundsätzlich Anwälte unverzichtbar sind, dass man Anwälte einfach braucht, die Menschen versuchen auch dann eben zu schützen.